Hallo, liebe Widder und Widder-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2017 Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Mein Name ist Antonia Langsdorff und ich möchte euch durch die Konstellationen des neuen Jahres begleiten. Das wird ein aufregendes Liebesjahr für euch. Es verheißt viele prickelnde Liebesbegegnungen für Singles und viele schöne romantische Momente für festliierte Widder. Welche sind nun die wichtigsten Konstellationen für euch? Da kommen wir gleich zu. Vorher aber noch ein Hinweis: Ich habe eine Verlosung für euch. Also bleibt dran, mehr dazu am Ende des Videos. Ganz wichtig für euch ist, dass weiterhin der wilde Uranus im Zeichen Widder steht und dort die Widder gehörig aufmischt. Der bringt einen Wunsch nach Aufbruch, oft auch einen Wunsch nach Freiheit mit sich. Und macht euch sehr charismatisch, ihr wirkt dadurch sehr anziehend auf andere, sehr spannend, ihr seid faszinierend, weil ihr auch viele gute Ideen habt. Also das ist erstmal eine ganz interessante und auch vielversprechende Konstellation. Zumal genau gegenüber bei euch im Partnerhaus Glücksplanet Jupiter steht. Und wenn diese beiden so zusammenwirken, dann heißt das einfach prickelnde neue Begegnungen, prickelnde Liebesüberraschungen. Manche Sachen sind nicht so ganz sicher, aber vieles ist dafür halt besonders aufregend. Es ist sozusagen ein Feuerwerk der Liebe und der Beziehungen. Und im positiven Winkel dazu steht jetzt hier Saturn, der ja stabilisierend wirkt. Und das bedeutet für viele Widder, ist das eine gute Nachricht. Das bedeutet nämlich, dass obwohl ihr gerne was Neues anfangt, auch die Chance besteht, dass das dann Bestand hat. Also es ist nicht so, dass alles nur ein Strohfeuer ist und dann ward der andere nie wieder gesehen, sondern ihr habt wirklich die Chance, aus neuen Begegnungen was Längerfristiges zu machen und auch in bestehenden Beziehungen gemeinsam vielleicht neue Wege zu gehen, dass man sich da nicht gleich trennt, wenn man sich befreien will, sondern dass man sich vielleicht gemeinsam befreit. Genau. Also, welche Geburtstagskinder spüren das besonders? Die Opposition zu Jupiter im Partnerhaus, das spüren die, die zwischen dem 2. und dem 20. April Geburtstag haben und zwar eben noch bis Oktober. Am 10. Oktober geht der Jupiter dann in den Skorpion und damit in euer 8. Haus. Das ist das Haus der Ehe und der gemeinsamen Werte und Verpflichtungen. Das ist also auch gar nicht so schlecht, wenn Jupiter da drin steht. Genau. Und diese Position bringt eben auch viele Chancen und Anträge und Möglichkeiten. Und wenn ihr noch nicht verheiratet seid, ist vielleicht auch ein Heiratsantrag dabei. Ja, und dann, wie gesagt, dieses schöne Trigon zu Saturn. Das bietet die Möglichkeit, wirklich auch richtige Beziehungen einzugehen und zu halten, weil nämlich euer Urteilsvermögen gut ist und ihr langfristig brauchbare Entscheidungen trefft. Ihr habt den Willen und den Mut, euch festzulegen und Verantwortung zu übernehmen. Und diese Konstellation spüren am direktesten die Geburtstagskinder zwischen dem 11. und dem 19. April. Fast die gleichen Geburtstagskinder haben aber eben auch den wilden Uranus. Und deswegen sind nun nicht alle bereit, sich festzulegen. Da sind dann auch Konflikte mit anderen möglich, die zu Trennung oder zu Scheidung führen können. Aber statt Trennung empfehle ich deswegen einfach gemeinsam neue Wege gehen, gemeinsam mit dem Partner. Es kommt nämlich auf jeden Fall zu Veränderungen mit dieser Konstellation. Besonders wenn ihr zwischen dem 11. und dem 18. April Geburtstag habt. Und deswegen müsst ihr euch schon mal darauf einstellen. Es wird sich etwas ändern, nichts bleibt, wie es war. Oft ist es so, dass wenn es negativ ist, es sich zum Besseren wendet. Aber wenn alles super läuft, kann es eben leider auch eine Wende zum Schlechteren bringen. Da müsst ihr flexibel sein, damit ihr das auffangen könnt. Aber nochmal, ihr habt eben zwei Planeten, die euch helfen. Einerseits Jupiter, der günstig zu euch steht, und andererseits Saturn, der stabilisierend zu euch steht. Deswegen denke ich, werdet ihr diesen Wandel auch meistern. Also das steht 2017 günstiger für euch als je zuvor. So, dann gibt es noch einen etwas schwierigeren Einfluss, kann man nicht verleugnen. Das ist nämlich Machtplanet Pluto. Der steht in einem Spannungsaspekt zur Widdersonne, steht im Sonnenhaus, im 10. Sonnenhaus der Karriere. Das ist jetzt auch interessant für die Widder-Aszendenten. Die haben sehr oft beruflich viel Druck, die haben damit Machtspielen zu tun. Die sind da sehr stark gefordert, sehr stark im Einsatz. Und das kann natürlich dann auch das traute Glück zu zweit beeinflussen. Ja, also dieser Einfluss, da kann es eben kritisch für euch werden. Und das gilt besonders, wenn ihr zwischen dem 5. und dem 9. April Geburtstag habt. In der Beziehung bedeutet das, es ist sehr wichtig, dass ihr ansprecht, was euch irritiert und auch den Partner ermutigt, zu sagen, was ihn stört. Ja, das ist ganz wichtig.
Also ihr solltet auch keine Geheimnisse haben, weil die kommen sowieso raus und das kann dann zerstörerisch wirken. Gibt es da jemand anderen oder versucht einer von euch ein Problem zu verbergen und im Alleingang zu lösen? Ihr müsst auf jeden Fall sehr ehrlich sein, damit ihr gemeinsam gute Entscheidungen treffen könnt. Und euch Widdern empfehle ich auch jetzt wegen dem speziellen Charakter eures Zeichens wirklich auch auf den Partner zu achten. Also ihr seid ja dann auch manchmal so mit euch selbst beschäftigt, dass ihr vielleicht gar nicht mitkriegt, dass euer Partner leidet, und ermutigt ihn und achtet aber auch auf die Signale, die euer Schatz aussendet. Oder auch kann ja auch ein Flirtpartner sein oder jemand, den ihr frisch kennengelernt habt. Genau. Ja, für die Singles ist es eigentlich ein super Jahr. Also zunächst mal sind sie ja frei, was sie super finden mit dem Uranus hier. Und dann bringt das Jahr eben viele romantische Offerten. Ihr habt eben eine super Ausstrahlung, wirkt sehr attraktiv auf andere. Und ihr seid definitiv bereit für etwas Neues. Ja, ihr habt aufregende Begegnungen und eine großartige Chemie. Es knistert gewaltig. In bestehenden Beziehungen, das wäre dann hier wieder die Kombination mit Saturn, macht ihr dann mutige Schritte und lasst euch tiefer ein. Was auch toll wäre, auch um den Uranus zu füttern, der ja immer was Neues will, ist Reisen zu unternehmen. Gemeinsam reisen, das ist auch hier Jupiter im Partnerhaus, Planet der Reisen. Also an Orte, wo ihr vielleicht noch nie zuvor wart, dass ihr dieses Gefühl von Neuland zu betreten gemeinsam mit eurem Partner erleben könnt. Genau. Was ihr aber noch wissen müsst, ist auch wichtig, ihr seid zwar sehr attraktiv und wirkt sehr faszinierend auf andere, aber vielleicht fühlt ihr euch selber gar nicht immer so attraktiv. Es gibt Zeiten, wo ihr den größten Enthusiasmus verspürt und dann gibt es wieder Zeiten, wo ihr einfach allein sein wollt und eure Freiheit braucht. Bis Oktober, das ist hier wieder Jupiter, der im Partnerhaus steht, erweitert ihr eure Beziehung und euer Netzwerk. Und danach geht es um die Verantwortung für gemeinsam geschaffene Werte und gemeinsames Geld. Auch so praktische Sachen wie die Überlegung, ob man vielleicht zusammenzieht, weil es finanziell vorteilhaft ist. Auf jeden Fall können dann auch Kompromisse nötig werden, aber die gehören halt dazu. Ja, also alles in allem doch ein ziemlich gutes Jahr für euch, wenn ihr diese paar Klippen umschifft bekommt, weil eben diese Planeten, vor allen Dingen Saturn und Uranus, die eigentlich Antagonisten sind, eben dieses Jahr ganz harmonisch zusammenarbeiten. Das ist echt optimal. Jetzt schauen wir noch, wann ihr die besten Liebeszeiten im neuen Jahr habt, wann die Venus euch nämlich verwöhnt. Und das ist für euch sehr, sehr spannend, denn da passiert dieses Jahr ganz, ganz viel im Zeichen Widder, in eurem Zeichen, weil nämlich die Venus dort rückläufig wird. So, und diese Phase, die beginnt also zunächst mal erstmal damit, dass die Venus in den Widder geht. Und das ist am 3. Februar. Geht sie hier bei euch ins erste Haus, da steht auch der Mars im Widder. Und das ist eine ganz leidenschaftliche Zeit. Da werden sicherlich viele Widdergeborene zu großer Form auflaufen und ganz tolle Eroberer oder Eroberinnen sein. Also da ist keine Liebesbeute vor euch sicher in dieser Zeit. Das betrifft auch Valentinstag. Das geht dann über den 14. Februar rüber. Ist eine super Zeit, wo ihr wirklich auch eurem Angebeteten auf jeden Fall was schicken solltet. Und keine Angst davor zu denken, oh nee, der andere muss auf mich zukommen. Ihr habt da Venus und Mars in eurem Zeichen, das ist eure Power. Also geht auf die Pirsch und erlegt eure Beute. So, dann wird die Venus rückläufig, auch bei euch im Zeichen. Und zwar am 3. März. Und da steht sie ja dann die ganze Zeit immer noch im Widder, läuft dann zurück durch das ganze Zeichen Widder erstmal. Und damit bis zum 2. April. Das heißt, ihr habt erstmal vom 3. Februar bis zum 2. April die Venus für euch in eurem Zeichen. Wenn sie zurückläuft, kann das bringen, dass vergangene Liebschaften wieder auftauchen, sich wieder melden. Weil es aber in eurem Zeichen ist, seid ihr auch vielleicht diejenigen, weil ihr ja auch sowieso oft die Initiative ergreift. Also wenn es jemanden gibt, den ihr schon mal geliebt habt und der eigentlich immer noch liebt und den ihr wiedersehen wollt, dann wäre es jetzt an euch, euch bei der betreffenden Person zu melden, nochmal vorstellig zu werden. Da kann vielleicht wirklich nochmal was draus werden. Bitte schaut euch dazu auch die kosmische Schwingung nochmal an. Da gehe ich ganz genau auf das psychologische Muster ein, was da wirksam wird, und auf die Chancen, die wir alle bekommen durch diese Venus-Konstellation, nämlich die Chance, alte Beziehungsmuster zu erkennen und zu durchbrechen. Und daran könnt ihr euch natürlich auch aktiv oder proaktiv sogar beteiligen, weil das Ganze in eurem Zeichen spielt. Die Venus geht dann also noch weiter zurück, nämlich bis in die Fische. Das kann dann auch eine Zeit sein, wo es vielleicht zu einer Enttäuschung kommt
oder wo man dann eben diese Erkenntnis hat, warum etwas nicht funktioniert oder warum es schon damals nicht funktioniert hat, kann natürlich auch euch betreffen. Aber dann kommt sie wieder in den Vorwärtsgang und geht dann am 28. April wieder ins Zeichen Widder. Und dann bis zum 5. Juni. Das heißt also, ihr habt bis auf eine kurze Pause praktisch die Venus in eurem Zeichen vom 3. Februar bis zum 5. Juni. Da kann man doch nicht meckern. Also insofern glaube ich wirklich, dass es für euch ein strahlendes Liebesjahr wird und dass ihr unglaublich hoch im Kurs steht und dass auch die Widder-Singles also die allerbesten Chancen haben, fündig zu werden oder jemanden zu erobern. Genau. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch mehr schöne Venusphasen. Und zwar die nächste wäre dann vom 5. bis 30. Juli. Das ist, wenn die Venus in die Zwillinge geht. Da steht sie auch günstig zu euch. Das ist eine Zeit des Liebesgeflüsters, des Internet-Datings, der süßen Botschaften, des Austauschs und vielleicht auch, um die Liebe im Alltag zu treffen. Also wenn ihr da noch niemand gefunden habt, haltet da mal die Augen auf. Es kann euch überall begegnen. Oder vielleicht auch, wenn ihr was dazulernt oder euch mit Sprachen beschäftigt. Das ist so eine Phase, wo das unter guten Sternen steht. Nächste tolle Venusphase ist dann vom 26. August. Da läuft sie in den Löwen. Das ist ganz toll für euch, denn das passiert dann bei euch im Haus der Romanzen, der Sexualität, der Lebensfreude. Also da werdet ihr garantiert Spaß dran haben. Und diese Phase dauert vom 26. August bis zum 19. September. Sehr gute Venusphase für euch. Ja, und dann kommt natürlich noch, wenn die Venus ins Partnerhaus geht, das ist auch absolut super immer. Und zwar ist das vom 14. Oktober bis 6. November. Da habt ihr Venus im Partnerhaus, dann kommt dann der Mars auch noch dazu am 23. Oktober. Also das wird euch gefallen. Das ist eine super Zeit für Wiedergeborene auch nochmal, sozusagen nochmal ein Höhepunkt in diesem Jahr, wo sowieso sehr viel passiert und wo ihr sowieso viele tolle Begegnungen haben könnt. Dann kommt noch eine tolle Venusphase kurz vor Weihnachten, nämlich vom 1. bis zum 25. Dezember. Da ist die Venus im Schützen in einem super Aspekt zur Widdersonne hier oben. Vielleicht auch nochmal ein Thema für eine kurze Reise. Da könnt ihr die Liebe auf Reisen treffen oder vielleicht Pläne machen für eine Weihnachtsreise. Also das würde sich da auch sehr anbieten. Das ist eine sehr schöne Zeit, die eben bis Weihnachten dauert. Ja, liebe Wiedergeborene, soweit also mein Einblick in euer Jahr 2017, sozusagen der Erlebnishintergrund fürs ganze Jahr. In den Monatshoroskopen gehen wir dann natürlich ausführlich auf Einzelheiten ein, wann, wer, welchen Aspekt ganz genau in dem Monat dann spürt. Und auch diejenigen Dekaden, die jetzt, vor allem die erste Dekade, die jetzt nicht so direkt Aspekte hat von den langsam laufenden Planeten, die bekommen natürlich auch Aspekte von den schneller laufenden Planeten. Und da gehe ich dann in meinem Monatshoroskop drauf ein. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass diese langsam laufenden Planeten auch diejenigen beeinflussen, die nicht direkt an diesen Tagen Geburtstag haben. Denn die beeinflussen ja auch Planeten, andere Planeten, die in diesen Graden stehen. Und je nachdem, was ihr dann noch so habt im Widder, können also diese Tendenzen auch durchaus dann auf euch zutreffen, wenn ihr in der ersten Dekade oder eben einen anderen Geburtstag habt. Ja, die Verlosung, genau, die habe ich doch angesprochen. Ja, ich verlose unter allen Abonnenten meines YouTube-Kanals ein Jahreshoroskop mit mir. Also persönliches Jahreshoroskop, 45 Minuten und eine CD für euch, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder schon abonniert habt. Falls noch nicht, dann jetzt klicken, Kanal abonnieren und an der Verlosung teilnehmen. Natürlich könnt ihr auch ein ganz persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen oder vielleicht ein Partnerhoroskop, wenn ihr jemand Tolles kennengelernt habt. Ihr könnt mal bei Antonias Sterne mitmachen bei meinem Webinar, da könnt ihr auch eine Frage stellen. Also mein Service ist auf jeden Fall für euch da. Ach ja, genau. Und jetzt habe ich auch eine Hotline-Nummer. Und das ist für diejenigen, die jetzt spontan mal was wissen wollen und nicht lange einen Termin vereinbaren wollen. Da müsst ihr nur bitte einfach zum Festnetztarif auf meinem Kundentelefon anrufen. Das findet ihr hier unten oder im Schlussbild des Videos. Und dann können wir ganz kurzfristig einen Termin vereinbaren. Dann bekommt ihr meine Hotline-Nummer ganz exklusiv und könnt mich dann da anrufen. Und das wird dann über die Telefonrechnung abgerechnet. Ja, meine Lieben. Damit wünsche ich euch ein ganz wunderbares Liebesjahr 2017. Ich glaube, dass die Sterne wirklich ganz, ganz strahlend für euch funkeln. Also dann, alles Gute mit den Sternen.